Was? So richtig mit Tasten. Ja, das hat man noch Oh seit ungefähr Mann, ey. 15 Jahren schon nichts mehr. Oh Gott. Jetzt hat die auch noch einen 15 Prügelschläger. Jahre? Ja, okay, vielleicht 10. Es liegt doch nicht jedes Wort auf die Goldwaage. Was sind wir denn jetzt? Am Hafen? In jedem guten Prügelspiel muss es eine Brücke, einen Tunnel und einen Hafen geben. Ja. Oh, was liegt denn da? Na toll. Super, ist schon kaputt. Das Wie, hat für zwei wieso Schläge wirfst du das gehalten. gleich wieder weg? Ne, weil kaputt. Ja, weil du nicht damit umgehen kannst. Genauso wie die Knarre. Hast mal eine Knarre, wirfst du den Gegner entgegen, anstatt zu schieben. Ich dachte, das macht man so. Oh, Mienchen. Ach komm, ihr werdet jetzt langsam ach komm. langweilig und lästig. Ja, jedes Mal immer in den. Ups. Na? Wieso kommen die nicht zu mir? Oh, da. Ach, jetzt habe ich den. Oh Mann. Jetzt habe ich gerade, als ich die Knarre weggesteckt habe, Du ey. hast es ja wirklich beschworen, ja? Ja, So, kommt war jetzt da noch noch einer? einer? Ich hab. Einer müsste noch kommen. Der hat keinen Guck mal, Sprit wie, mehr. wie. Guck mal, wie flink ich bin hier. Komm mal mit, vielleicht ist da keiner mehr. Oh, ja, Ah! Häschen, ich komme ja schon. Au. Was läufst du da in die Mine? Ich nehme alles mit, was geht. Ich kriege ja sonst nichts von dir. Kann das sein, Was ist denn dass. jetzt hier los? Haben wir das Spiel kaputt gemacht? Ja. Ach nö. Hallo, Spiel? Au. So, jetzt habe ich keine Munition mehr gleich. Ja, Also gut, wir kommen nicht mehr vorwärts. Glaube aber, der Arcade-Mod sah so aus, wenn man die Levels neu starten kann. Warte mal. Ach so, nee, das war Dings. Nee, Ja, ich glaube, wir Hey, müssen junge das Level Dame. nochmal neu starten, oder? Hast du wieder toll hingekriegt. Ich? Du hast doch entkommen lassen hier. Das war deiner. Ah, es geht weiter. Ah, guck mal, go, 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 go. Sich das Spiel gedacht, die sind so langsam, komm, wir lassen jetzt einfach mal Nee, weiter. da ist das Amt eingeschritten für mich, ja. Ja, was ist mit dem hier? Der legt die Waffe an. Ich bräuchte mal ganz dringend Munition. Oh ne, nicht die Boxer. Au, jetzt kommt die mit der Axt da um die Ecke. Was sind wir denn hier? Ach Mensch, ey, komm, dann schmeiße ich dich halt wieder. Ach, da schlagen Sind wir Blitze dann. ein! Jetzt cool oder was? Fender. Was? Na, ich Ach lese ja. nur gerade die Namen. Halfpint. Halfpint. Was auch immer. Handschellen. Ah, da, guck mal, Apfel. Apfel ist für dich. Und ich nehme natürlich für das Geld. Ich bin ja schließlich die Frau. Natürlich. Oh, Entschuldigung, ich habe die Rolex Du hast die genommen. Es tut Rolex mir echt mitgenommen. leid. Hallo, ich brauche mal wieder eine neue. Dann nimm die Waffe. Hier ist Schneiber. Oder? Ist das ein Schneiber oder ist das MG? MG, ne? Nicht nur, dass du Frauen haust, sondern jetzt erschießt du sie auch noch. Ja, sei froh, dass ich auf die schieße. Ich wüsste jemand anderes, der es verdient hätte. Ich habe noch zwei Schuss, die müssen gut aufgehoben werden. Okay, weg. Au! Rette mich, die sind böse. Ah! Ich treffe nix. Ach, komm. Ach, das blöde Motorrad. Na? Ah, jetzt sind sie weg. Oh, was ist das? Ah, oh, das war ein Leben. Das hat aber so schnell geblinkert, ich hab's mal genommen. Ja, macht nix. Schön, dass die Leben auch in der Kiste sind. Ich hab wieder ein Schwert. Ja, toll, kannst du zweimal schlafen, hast du wieder kaputt gemacht.
Zweimal habe ich jetzt schon geschlagen, oder mal? Oh. Au. Blitzböse. Wie kann das sein? Da lag noch Geld und das ist nicht aufgehoben. Aha, da kommt er mit einer Knarre zur Messerstecherei und hat keine Chance. Was für ein Volltrottel. Ich wollte das noch aufsammeln. Der Aufzug leveln, oder? Aufzug leveln. Was denn auch sonst? Ist das eine Arena? Ach nö, nicht du, Boxer. Das Schwert ist aus besserer Qualität. Wahrscheinlich von Marke, wie hieß der damals? Hattori Hanzo? Was? Keine Ahnung, der Typ, der in Kill Bill damals, glaube ich, das Schwert gemacht hat, ist doch Hattori Hanzo, glaube ich. Möchte nicht zu viel sagen, ich könnte mir Feinde machen. Weil ich keine Ahnung von Filmen habe, oder? Nee, weil ich den Film unfassbar langweilig und scheiße fand. Keine Ahnung, aber ich meine, wenn ich einmal irgendwas über Filme weiß, dann muss ich das ja auch mal auslassen. Ja, ich weiß, es ist ja auch super, dass du irgendeinen Schmiedemeister aus einem zweitklassigen Film weißt. Das ist ein Tarantino-Film, hallo? Ja, na und? Nur weil Tarantino dran steht, heißt nicht, dass Qualität dahinter steckt. Obi, Obi. Ich glaube, du magst ja echt Freunde. Aber gut, Meinung ist Meinung. Man muss ja ganz ehrlich sagen, bei den Tarantino-Filmen, mittlerweile ist es halt leider so, hat man eine gesehen, hat man alle schon gesehen. Es gibt einzelne Ausnahmen, aber im Prinzip ist es immer das Gleiche. Und dann sollte man damit vielleicht mal überdenken, ob man wieder so einen Film machen möchte. Und langsam naja, kann man solange die Leute ihn gucken, ist ja wieder, ne? Also ich meine, ich kann ja immer dasselbe machen, solange die Leute es gucken. Ja, es ist ja genauso wie bei FIFA und den Ultimate Team. Solange die Leute jedes Jahr auf neue Kartenpacks kaufen. Ja, aber deswegen muss man es ja dann auch nicht gut finden. Nö. Ich meine, wie viele Rachefilme hat er jetzt gemacht? Ich glaube, bis auf... Alle. Nee. Also, From Dusk Till Dawn, naja, es ist der... Ja, da ist er eigentlich... Ja, eigentlich ist er nicht so ganz von ihm. Oh, ach, natürlich, das Giftlevel, logisch. Oh Gott, solange keine Ratte kommt. Stimmt. Ja, wobei, das glaube ich jetzt. Oh Gott. Oder ist es die Kanalisation? Kannst du mal die Kisten aufmachen? Ich kann gerade nicht, weil ich nur schießen kann. Oh, der Herr hat die Dame wieder eine Knarre, ja? Ja, jetzt ist die Knarre weg, weil leer. Ich hab's auch gleich weggeschmissen. Oh. Da hau ich mir eine mit der Keule drüber. Ey, du hast meine zukünftige gerade geschlagen. Ach so, du stehst auf Frauen mit Keulen, ja? Aha. Ja, gerade mal, warum ich in Thailand immer Urlaub mache. Oh, siehst Gott. Du, deswegen habe ich dein Geld. Ja, aber ich bräuchte es selber. Ja, aber die Thailänderin, naja, okay. Ja, jetzt sitzen wir auf ganz dünnem Eis. Ich meine, Tarantino kann man noch verzeihen, wenn man über ihn lästert. Jetzt wird's interessant. Jetzt haben wir es nochmal so, die Wechselkurse sind doch sicherlich in deinem Sinne, oder? Oh, so mein... Oh, wow. So, ich bräuchte mal... Hammer, genau. Oh, was ach, ist komm. Da? Auto, jetzt Kohle, super. alles mir. Also ich warte jetzt noch, dass die Turtles da irgendwann mal kommen oder so. Oder Shredder als nächster Gegner, das wäre auch cool. Ja! Ich meine, die Gegner da mit den Irokesen, die erinnern mich jedes Mal an, oh Gott, wie hießen die zwei? Bebop und Rocksteady, glaube ich. Ach ja, das waren doch diese, was waren das, Nashörner oder so, ne? Ja, das eine waren Schwein, Wildschwein, glaube ich, und das andere waren Verwechsel jetzt nicht mit Timon und Pumba, ja? Nee, nicht ganz. Hä? Oh mein Gott, ich habe meine Leiste voll. Nein, guck mal, ich krieg die Brechstange nichts mehr. Oh, hast du zu viel Waffen genommen? Nein, die hängt jetzt einfach in der Luft. Ey, weißt du, nicht nur, dass du so verschwenderisch bist, jetzt auch noch hier Bugs verursachen. Kauf mir eine neue Brechstange, du bist dafür verpflichtet. Ja, ich brech gleich wohin. Ich brauch sie für die Erziehung meiner Tochter. Gott! Sicher, dass wir die wirklich wiederholen wollen oder lassen wir sie einfach beim Bösewicht? Am Ende stellt sich raus, der Bösewicht ist das Jugendamt, ja. Oh ja.
ich meine, eigentlich ist die Tochter ja selber schuld, was lässt sie sich auch entführen? Also. Ja, klar. Ich meine, die hätte mal aufpassen können, wie wir das hier machen mit den Schlägereien, ne? Sie hat sie schon oft genug abbekommen. Oh, Gott. Oh, ein Arena-Level, natürlich. Jo, und Boss, Bossi-Boss. Ja gut, wir machen mal einmal Rage und dann ist er weg. Achso, yeah, endlich kommt mal jemand vorbei. Ups. Ich höre mich an wie so ein bisschen auf einer Kölner. Wenn ich mit euch Armleuchtern fertig bin, gibt's mehr. Gibt's nichts mehr zu lachen. Meins. Drückst du oder drück ich? Ich drück. Wer kommt an dir vorbei, egal wie. Ha! Das ist mein Ring und hier bin ich Gott. Nein, du hast nur einen unbegründeten Überlegenheitskomplex. Au! Die peitscht. Ach komm, der peitscht. Da stehst du doch normalerweise drauf. Eigentlich müsstest so du nicht. Schreien, mehr. Da werde ich, da werd ich rot hier. Ja. Ja, okay. Okay. Hey, who was that anyway? Who cares? We wasted too much time. Jetzt heult er auch noch. So eine Memme. Ach ja, das Schiffslevel. Das Schiffslevel darf natürlich auch nicht fehlen. Da ist sie! Warte mal. Hm? Wer ist jetzt eigentlich der Soldat? Wer ist denn das? Mal so ganz blöd gefragt. Das ist mal neuer. Ja, schon klar. Aber hast du gerade die Tochter gesehen? Meinst du, sie stammt von ihm ab? Naja, guck doch mal hin. Ich meine, Leon, also Eason ist also eher so in die helle Region angesiedelt. Nein, ich bin gegen einen Vaterschaftstest. Du hast keine Chance. Du bist auch eher in die helle Region einzusiedeln und die Tochter ist eher die dunkelhäutige. Also die war halt viel in der Sonne gelegen. Und der Kumpel ist auch also eher in die Farbrichtung. Ich mache mir gerade Gedanken. Hast du mir irgendwas zu sagen? Das geht dich überhaupt nichts an. Das ist Privatsphäre. Ich meine, das würde erklären, warum du sehr häufig auf Geschäftsreise warst. Aua. Wieso versteckt man denn blöde Minen immer in diesen blöden Fässern? Was war das denn jetzt? Ach komm jetzt, Greg. Oh Gott, die arme Sau. Super, aber da kriegst du keinen Schaden, ne? Ja, das ist ja wohl nicht dein Ernst. Komm! Jetzt da. So, lass uns doch mal über unsere Tochter unterhalten. Ich wüsste nicht, was es da zu bereden gibt. Oh, was ist da? Kommt hier so ein Spielzeug. Oh, ja, genau. Minenwagen, oder was? Ich glaube, wir haben doch nochmal Gesprächsbedarf. Über eine Erhöhung der monatlichen Unterhaltszahlungen. Aha. Wenn es so weitergeht, habe ich eher den Verdacht, es gibt eine enorm hohe Rückzahlung meinerseits. Oh nein, naja gut. Was liegt denn da auf dem Boden? Liegt da wieder eine Waffe? Da liegt eine Waffe. Willst du die mal? Ha! Au! Schieß mir was in den Rücken rein. Was war das denn? Hayuken! Ach nee, Moment, das war was anderes. Das war Street Fighter. Jo. Ich bin der Gegner, ich hab ein Schwert. Oh aua. Mann, warum kriege ich immer die Schüsse ab gerade? Vor allen Dingen von wo? Autsch. Autsch. Autsch.
Ja, genau! Mann! Also wenn du so die Schläge abblocken kannst, mein Guter, dann solltest du wirklich Boxer werden. Du würdest sofort Weltmeister sein. Ups, hab drüber geschossen. Ja, und dann kommst du wieder an und sagst, hey, gib mir Kohle, ich brauche neue Munition. Ja. Aua. Aha, okay. Oh, nix. Oh Mann, wie viele Autos fallen denn hier? Oder sollen es die Spielzeugautos von der Tochter sein? Ich meine, heutzutage ist ja, darf die Tochter ja auch mit Autos spielen und die Söhne mit Barbies. Quatsch. Gesponsert ist die Schlägerei von Hot Wheels. Ach so. Die stehen doch für zünftige Schlägereien. Ja klar. Ey, sag mal, das ist ja unfair. Ja, die müssen ja auch mal, die müssen ja auch schon mal an zukünftige, an den zukünftigen Markt denken. Ich meine, überlege mal, wenn da jetzt ein paar Jahre nur noch Elektroautos, das kauft sich doch keiner als Matchbox oder Hot Wheels Auto. Da. Oh nein. Ach komm, ich habe aufs Fass geschossen. Ey. Ups. Oh, das ist ein neuer. Der kommt von den Village Peoples oder so. YMCG. Da ist er wieder. Der Check. Captain Check. Hey, yo, Captain Check. Ja, genau. Oh, ich hab zuerst an Jack Sparrow gedacht, aber dann habe ich mir gedacht, ja stimmt, aber gab's ja auch noch einen anderen Captain Check. Aber ich hab dir den Elfmeter gelassen, weil ich genau gewusst habe, du wirst gleich drauf einsteigen. Ja, vor allen Dingen, ich kenne ja Captain Check aus Liederform und aus der flüssigen Form. Beide waren so nach einer Zeit echt lustig. Oh, jetzt bin ich überfragt. Captain Check? Kennst du nicht? Meinst du aber den Checky, ne? Nee. Nee, dann sagt's mir nix. Okay. Sagen wir es mal so, du würdest dich dran erinnern. Gibt's das noch, ja? Ja, ja. Oh, da lag ein Messerchen. Ja, das hab ich verloren, aber ich weiß ja, das kommt sofort in gute Hände. Eine liebevolle. Nein! Oh Gott, ups. Ich denke jedes Mal, ich muss dann schnell in die Richtung rennen. Warum auch immer. Ich könnte mal was zu essen gebrauchen. Ja, könntest du. Aber kannst du wohl nichts mehr leisten, ne? Nach so einer Frau nimmer. Aber frag doch mal deinen anderen Lover. Wieso, ob der für dich was zu essen hat? Ist dir eigentlich aufgefallen, der ist zwar dabei, aber wir sehen ihn nie. Der kommt immer nur mit klugen Sprüchen. Also, eigentlich sagt er ja nie was, aber egal. Der, ja, keine Ahnung, der sitzt mit Sicherheit zu Hause und denkt gerade an mich. Der ist doch dabei. Ja, sind wir an der Kabine. Da guck dir das mal an. Also ich meine, die Farbgebung oben er, unten sie. Ja, genau. Also es passt auch noch von der Position her, ne? Und dein Charakter hockt so argwöhnisch daneben und denkt sich so, warum mache ich die Scheiße hier eigentlich? Ja, warum mache ich die Scheiße eigentlich mit? Genau so ist es. Ja, nimmst du mal auf hier? Kann er schon Muni haben? Dann können wir es auch. Oh, da kommt ein Auto. Das war keins von denen, die ich haben wollte. Da ist was zu happern. Au. Ich dachte, ich schaff's noch. Ja, Pistolenkugeln kannst du nicht abblocken, oder was? Du bist so volles Weichei. Oh, wir haben unsere Rage-Taste schon lange nicht mehr benutzt. Ja, brauchen wir auch jetzt erstmal nicht. Au.
Nein, und dann fliegt das Schwert halt wieder in deine Richtung, ne? Ich hab's sogar nicht. Ja, weil ich's mir schnell geschnappt habe. Ja, kannst du ja nehmen. Und ich mach hier Schaschlik. Bereitest du mal das Essen für heute Abend vor? Ja, dann guten Appetit. Ey! Okay, mein F- Achtung, danke! Ups, hat mich überfahren. Oh, diese scheiß Fässer, ne? Das ist echt was. Echt das ist nervig, ja, ein bisschen. Also, wieso ein kleines Quicktime-Event in so einem Spiel? Oh, da ist was zu habern. Warte mal, nimm du mal, du hast schon wieder. Du hast schon wieder ein bisschen mehr Fässer im Gesicht gehabt, glaube ich. Was? Aua, ich bin angeschossen. Soll ich ein bisschen pusten? Dann wäre es mit Sicherheit gleich wieder. Jetzt willst du dich wieder einschleimen. Ich bin ja auf die Schliche gekommen und dann kommst du wieder. Ja, der Rainbow, der ist jetzt auch nicht so lieb zu mir. Und ich möchte, dass die Tochter nicht alleine aufwächst. Ja. Denk doch mal an die Kinder. Ich rette gerade dein komisches Balg. Diese Autos, ne? Die haben aber auch einen Sprengradius. Oh nö, geh weg, fast, weg, fast, aus! Super, hat er jetzt die Fässer auch geblockt hier, der Typ da, oder was? Was ist denn da oben drin? Mama! Ups, ja okay, jetzt hab ich's aber genommen. Hm. Ja, alles gut. Oh. Wenn ich fast keine Lebensenergie mehr hab, dann bin ich einfach nur motiviert, besser zu spielen. Oh, Mist. Auto. Ach so, mhm. Weg. Die Autos sind doch nur für die Punkte, oder? Ich glaube schon, ja. Also, außer die hier. Die sind für die anderen roten Leisten. Rage Mode. Ach nee, du hast schon wieder. Ach man, du bist schon wieder voll mit Grün. Quatsch, mit Grün. Was rede ich denn da mit dem Superbalken? Oh, was ist ich das mach jetzt? Mal. Achso, hast du. Okay. Eskalation. Oh! Au! Es klingelt! Was zum Teufel? Was ist hier los? Überfordert! Oh nein, weißt du, denn? Die erinnern mich an diese blöden zwei Roboter aus dem 2er Streets of Rage. Weißt schon, mit dem Blöngen. Ja, ich schlachte. Aua. What? Ich bin angetötet worden. Angetötet? Ja, wenn ich ganz tot werde, das geht. Over. Ich bin nur angetötet. Oh nein, ich möchte das Spiel doch nicht wieder alleine beenden müssen. Ich möchte nochmal das Bild, über das Bild reden. Das ist nur, weil die im Dunkeln steht. Oh, oh, der Metzger. Du stehst mit dem Rücken zur Wand. Gib auf. Ja, dabei geht es gerade erst los. Da liegst du völlig daneben. Ha, ihr krepiert da draußen. Die Sturmwellen geben euch den Rest. Was für ein Steh drauf. So, Headbutt. Mach mal Rage-Mode an? Ja, natürlich. Rage! Hast du den gerade? Okay. Okay. Rage-Mode. Hätte ich gewusst, dass leicht so leicht ist, dann, naja. Anders als das nur ein Leben. Jetzt mach doch mal deinen Reißverschluss zu. Kein Wunder, dass da jedes Mal aus dir Kinder fallen. Da, guck, wie ihr zusammensteht. Was
machst du mir doch nicht weiß. Warum zwickst du dich dazwischen? Mann, versehen. Ach, kommen wir jetzt zur Insel? Oder Brücke? Ach, die Tochter lebt noch. Ich habe gerade schon gedacht, hier ist die Tochter weg. Das ist mit Sicherheit die Insel da hinten, oder? Ach, Urlaub, endlich mal. Kann man sich ja nie leisten von deinen Almosen. Ja. Siehst du, da war er die ganze Zeit. Mit dem hast du das Kind. Toll. Das ist nicht bewiesen. Guck mal, wie sie schon schwitzt. Good. Wake up, Connor. We gotta keep moving. There's something off about this place. Siehst du, deswegen habe ich ihn zum Mann genommen. Der ist viel lockerer drauf. Der schiebt nicht so einen Stress. Ich habe jetzt nur ein bisschen Angst, so wie sie schwitzt, ne? Dass sie sich denkt, ey, ich muss den Reißverschluss nochmal weiter aufmachen. Naja, komm, also, so schlecht schaut es ja nicht aus. Ja, darum geht's nicht, aber wir wollen das eigentlich noch veröffentlichen. Ach, ihr seid auch wieder da. Sag mal. Oh, der Captain Jack ist auch notgestrandet. Und seine zig Zwillingsbrüder. Da. Da. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Bleib doch einfach. Warum bleiben die eigentlich nicht einfach gleich liegen? Das würde nur halb so viel Spaß machen. Und wir haben sowieso ganz wenig Spaß. Weil die so schnell sterben. Also wenn ich bedenke, wie schlecht ich jetzt schon wieder bin, auf normal, wäre ich schon mindestens in einem Game Over reingerutscht. Die Frage ist, ob es so ein Continue hier gibt. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich habe da ein bisschen Bammel davor. Also streng dich an, ja? Du musst ein bisschen haushalten hier. Du, wer hat denn hier das Leben geklaut? Ja, du wirst ja dann nie rechtzeitig hinkommen. Natürlich. Das Leben ist meiner noch nicht mal auf dem Boden gefallen. Du kümmerst dich ja sonst auch nie, ja? Ach so, ja, ja. Guck mal, da, in die Schüssel fällst du. Ach, du hast schon wieder Muni! Wo hast du denn die jetzt schon wieder her? Keine Ahnung, was die haben. Unfassbar. Na, wird er wütend hier? Ja. Oh, Muni, warte mal. Willst du jetzt mit dem Brecheisen schießen, ja? Mitten mit dem Gesicht quasi in den Sand reingedrückt. Na, block doch mal das Brecheisen. Na komm, noch mal ein Versuch. Oh, konntest dich blocken. Armer Kerl. Geh schlafen. Bleib doch einfach liegen. Schau mal, das Boot ist auch hier. Hä? Das Boot? Guck den Namen an. Das Boot? Boot! Ah! Ja! Oh. Oh Gott, was haben sie denn jetzt da hier? Kommt denn jetzt an? Kokosnüsse? Geht weg. Ach Mann. Ferrero Rocher oder was war das? Ja, wie viele noch, Leute? Ja, natürlich. Kommt, nimm der Brecheisen mit. Ja, damit es zu keiner Unterbrechung kommt. Oh Gott, der Alpfeller hopp hier. Die Punkte zählen aber, glaube ich, für uns beide, ne? Also wenn wir die aufheben. Wir haben den gleichen Punktestand. Hm.
Ist immer schön, dass du dich irgendwie gegen alle erwehrst und ich pick mir mal einen raus und mach den gemütlich weg. Ach Gott, ich treff nix. Bleiben Sie doch mal alle liegen, bitte. Na also. Brav. Oh, was haben wir da? Gehen wir jetzt in irgendeinen Inka-Tempel rein oder so? Machst du jetzt auch noch die alten Kulturgüter kaputt? Schämst du dich nicht? Das ist doch alles nichts wert. Das ist doch nur plumper Stein. Das steht schon seit tausende von Jahren. Ja, deswegen muss weg und mal Platz für was Neues machen. Oh. Oh. Wir kriegen beide Schießereien. Unendlich Muni? Oh. Gefällt mir. Das Level ist mein Lieblingslevel ab jetzt. Was sind das denn jetzt? Moment mal. Es wird übernatürlich. Ja, übernatürlich tot. Hallo? Ich wusste gar nicht, dass wir einen Zombie-Modus haben. Unendlich Muni ist mir egal. Ein Granatwerfer wäre nicht schlecht. Ey! Der hat mich Aua gemacht. Ja, jetzt ist sein Kopf kürzer. Und du warst nicht da, um mich zu retten. Du musst auch mal auf eigenen Füßen stehen, ja? Oh Gott. Ich kann das gerade nicht so gut einschätzen. Oh oh. Hilfe. Ich schieß einfach mal. Danke. Komm. Natürlich nicht, ne? Ach komm schon, ist doch albern. Ah, ich bin da einmal drüber gehüpft. Nochmal. Ich hab Lauf. Ich glaube, ich bin einfach nur unten. Ja, Jump'n'Run sind mein Ding, ist mein Ding. Ja, ja. Ih, was sprutzt denn da aus dem raus? Und es steht nochmal auf hier. Ach nö. Ach komm. Weißt du, auf das könnt ihr doch verzichten. Jetzt mal ganz ehrlich. Ich glaube, wenn du dich ganz runterstellst zu mir, doch kriegst du Schaden. Ich bin echt gut, ich bin echt drüber. Das ist ja echt cool. Ich hab ja Skill. Flatsch. Huch. Ob das jetzt ein Fehler war? Was habe ich da gemacht? Oh, du hast einen Pfeilhagel. Oh, ups. Eingeläutet. Wo haben die eigentlich die Spielzeugautos her? Und warum kann ich das looten hier? Da, das ist ungerecht hier, ich kann das Auto nicht looten. Na komm, Danger. Oh Mann. Danger! Hey! Hab dich gerettet! Schleim dich nicht ein, es ist aus. Dabei bleibt's auch. Ach, da kann ich ja gehen. Mit all dem Geld. Welches Geld? Was meinst du denn, warum da mein Vorderteil so aufgeknüpft ist? Da steckt alles Geld drin. Da darfst du nicht reinlangen. Ja, ich glaube, dein Vorderteil ist der Grund, wo das Geld überall ist. Ach so, man muss das Spiel anders interpretieren. Ah, die stecken mir das freiwillig zu. Ja, genau. Ja, okay, es war jetzt ganz witzig. Oh nein, irgendwer du hat wieder. Hast du hier angeschossen. Warte mal, stell dich hier drunter. Da bist du frei. Frei. Quatsch, safe. Ach so, das habe ich ja noch gar nicht beachtet. Na, Danger? Gab's mal irgendeinen Brawler, so ein Side-Scrolling-Brawler, wo so Schusszenen dabei waren?
Keine Ahnung. Ich meine, es muss ja nicht immer alles geklaut sein. Ja, Contra vielleicht. Hi. Ja. Haben sie ja, Beispiel als ein Contra Brawler genommen. Als Brawler, ich weiß nicht. Nein, oh, wo ist meine Waffe? Nein, die Waffe ist weg. Ist gepfändet, weil du nicht gezahlt hast. Warum habe ich denn jetzt von der Musik auf einmal Mortal Kombat Vibes? Mhm. Oh, oh ja, nein. Genau. Hä? Oh nein. Oh weh. Nein, ich wollte gerade mich so brüsten, ich bin so toll. Ich bin der Leon aus Tirol. Ach nee, Moment, der Isen. Aus Gießen. Also ich mache das mit den Brüsten immer anders, ja. Oh! Ja, was ist denn du? Brüll! Okay. Was? Oh, das sind mehrere. Okay. Was ist der? Thermomix oder was? Ey, ist aber... Okay. Können wir auch so machen, meine Freunde. Ja. So. Ach, guck, da ist er. Er ist wieder aufgewacht. Echt jetzt mit dem? Wirklich? Seems like there's some type of village or compound down there. Our options are limited, but we should check it out. Ethan, what's the point of all this? Why lead us to this place? Why Vanessa? I don't know, Megan. But we'll get to the bottom of this. Yeah. I just have a bad feeling there's more to this than we know. Me too. Right now, though, we gotta keep pushing. Und er guckt sich jetzt die Waffe an. Ey, da hast du ja die hellste Kerze auf dem Kuchen rausgesucht. Super. Er hat einen guten Körper. Du hast einen tollen Genpool dir ausgesucht. Hervorragend.